Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter, weiter, weiter geht's. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich jetzt alles reingemacht habe, was erstmal rein muss. Die Shotgun gut, ja. Jetzt geht's noch ohne Shotgun. Ich sag mal, jetzt geht's noch ohne Shotgun. Wir haben jetzt erstmal einen Flammenwerfer, das ist auch ganz in Ordnung. Wir haben jetzt den Skorpionschlüssel und wir haben den Krähenschlüssel. Und der Krähenschlüssel war irgendwo. Irgendwo musste man den Krähenschlüssel reinmachen. Der war, glaube ich, ein Anfang. Ich glaube, der Krähenschlüssel war ein Anfangshaus. Und da gab es, glaube ich, sogar zwei Eingänge. Wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Oh nö. Oh nö, es tut mir leid, aber dann nehme ich jetzt den Weg, ja. Ich habe keine Lust auf Flattermänner. Nee, nee. Ich habe die alte gerade gehört. Hier, kannst du mal automatisch weiterlaufen? Danke. Lecker, lecker. Lecker, 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 lecker. Sieht aus wie bei mir zu Hause. Okay. So. Was war denn hier oben? Guck mal, hier oben bräuchten wir zum Beispiel auch den... Ach. Oh. Oh, scheiße, mein Herz. Okay, du kleiner Schwanz. Jetzt wird's richtig ernst. Gott allein weiß, was du und Zoe getrieben habt. Nein, hör auf damit. Okay, wir müssen mal kurz nachladen. Aber warte mal, die kriegen wir mit dem Messer. Kannst du mal nachladen, bitte? Das Problem ist, ich glaube, die Munition reicht nicht. Oh, Alter, ihr geht mir echt ihr. Okay. Ah, die ist weg. Oh, ich hasse die großen Viecher. Die kriegt man irgendwie null. Ich habe aber keinen Bock jetzt meinen Flammenwerfer dafür. Oh, ihr, du gehst mir echt auf den Sack hier, ey. In deine Scheißlaterne. Ja, wow. Okay. Hammer. Ich habe jetzt langsam echt ein Problem, ne? Munitionstechnisch habe ich wirklich ein krasses... Ich mach's mal einfach. Oh, okay, ich geh. Alles gut, ich geh schon. Haben wir jetzt noch Heilmittel am Start? Hammer. Das ist der Hammer. Ich weiß, wir hatten irgendwo, ich glaube unten im Keller hatten wir auch ein Krähen Dings. Aber wir gehen erstmal hier rein. Ja, sieht aus wie meine Deko zu Hause. Ich frag mich, wisst ihr, was ich mit... Ah, das sind Puppen, glaube ich, ne? Das sind, glaube ich, nur Puppen, oder? Ja, das sind, glaube ich, nur Puppen. Das sind keine echten Babys, sind nur Puppen. Das sind keine echten Babys. Das ist, glaube ich, echt. Betreffende Serie
Serums. Den folgenden Objekten in der Lage Serum Synthetik. Synthetik. Was? Synthetik. Synthetikisiert. Ich glaube, leck das mich ist doch. Leckt mich. Nie mehr heute. Ich komme gerade von der Feier, nicht mehr heute. Mm-mm. Es tut mir sorry, aber nicht mehr heute. Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ach so. Aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Ich bin mir mit der noch nicht so ganz sicher. Ich bin mir mit der wirklich überhaupt gar nicht sicher. Ich habe das Gefühl, dass sie uns dann... Na, ich weiß nicht. Es kann vielleicht nur ein Gefühl sein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie uns benutzt. Natürlich will die auch geheilt werden. Und ich glaube, wir werden auch nur ein Serum herstellen. Das ist das Problem. Okay, ich versuch's. 11. Oktober. Hab den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Kind. Und mit der Frau, die es mitgebracht hat. Kind mitgebracht, okay. 15. Oktober könnte natürlich unsere Dame sein, aber ich glaube nicht. Die Mia, aber ich glaube nicht. Ich sehe und höre Dinge. Mir ständig schlecht. Ich bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich geröntgt. Was passiert mit mir? Okay, also man merkt hier die ersten Symptome. Es wird wohl die Mutti sein. Es wird die Mutti sein, die sieht hier die ersten Symptome. 23. Oktober, das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Okay, Oktober. Habe das Geschenk in den Geheimraum hinten in den ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauens. Jener Arm wird uns zur Gültigkeit, Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, den werde ich kein Weiterleben gestatten. Es tut mir wirklich leid, ja, alle, die heute sondern jetzt muss ich überlegen, genau, das Video, die Reactions von Dienstag angeguckt haben, wissen, ja, ich kam halt gerade von einer Geburtstagfeier und ja, genau. Ja, da gab es halt ein bisschen Wasser. So, okay. Aber mit der Puppe, okay, ich verstehe es. Ist das eine Voodoo-Puppe? Aber was können wir da jetzt machen? Hier ist auch nichts, ne? Die bringt mir absolut gar nichts, okay? Ich habe das dumme Gefühl, dass uns Daddy, Moment, hier müssen wir ein Gegengewicht dran machen. Das weiß ich selber, jetzt. Ja, genau. Wisst schon, was ich meine, ne? Wir müssen hier ein Gegengewicht dran machen. Okay, wir haben kein Gegengewicht, oder? Das ist ein Gegengewicht. Das ist ein Gegengewicht. Okay, wir brauchen natürlich noch das Gegengewicht. Das heißt, wir kommen hier gar nicht weiter. Das heißt, wir müssen wieder zurück ins Haus. Und müssen das richtige Gegengewicht finden. Aber ich denke mal, das werden wir im Haus entdecken. Hoffentlich. Okay, gut. Das heißt, wir sind hier hinten an sich erst einmal komplett fertig, ne? Die alte ist wäsch. Das ist ein Witz, oder? Wieso habe ich die jetzt gerade gehört? Das... Okay. Hä? Weil es ein bisschen anders geplant. Ah,
Okay, ja, ist ja klar, dass die Alte nicht tot ist, aber ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie ein bisschen länger da liegt, ne? Dass sie jetzt nicht sofort wieder aufsteht. Na gut. Ich bin am Überlegen, haben wir hier irgendwo noch einen Raum? Ich guck mal ganz kurz, haben wir irgendwo hier noch was, wo wir rein müssen? Eigentlich nicht. Wir haben hier wirklich alles. Wasserspeicher waren wir drin, Keller waren wir, doch Keller waren wir auch. Oder waren wir Keller? Ich sag das einfach so, ne? Mutti, waren wir in Keller, Mutti. Hier waren wir eigentlich überall. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier raus. Ich glaube, hier haben wir alles. Wir müssen den Krähenschlüssel irgendwo einfügen. Ich glaube, der war im Keller. Ich glaube, wir müssen noch im Keller den Schlüssel einfügen. Bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Haben wir noch? Jawohl. Pass mal auf, wir heilen uns erstmal nochmal. Und wir brauchen definitiv da die Akkusativ. Kein Flammenwerfer mehr. Wir brauchen jetzt keinen Flammenwerfer mehr, denn wir sind jetzt im alten Haus. Ich hoffe, jetzt sind die komischen Viecher nicht mehr mit dabei. Das heißt, hier wäre sogar die Schrotflinte wieder okay. Warte mal, wir haben 7 antike Münzen, ne? Mhm. Der BH von Zoe. 5. Was kriegen wir hier nochmal raus? Nachladegeschwindigkeit. Brauchen wir 9. Dann spare ich lieber auf das. Haben wir. Wir hatten doch irgendwo. Waren das nur 3 Käfige? Bin ich doof? Also bin ich ja, aber. Okay. Ich dachte, es waren mehr Käfige. Na gut. Mhm. Autoschlüssel brauchen wir nicht. Die Pillen, was machen die? Nahrungsergänzungsmittelpillen, die sich auf das Nervensystem auswirken, müssen zur Verwendung zu Arznei verarbeitet werden. Okay, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir brauchen aber Shotgun-Muni. So, okay. Gut, hier ist die eklige Hollywood-Schaukel. Da hinten kommt man, glaube ich, nicht rein. Man kommt, genau, man kommt. Genau, man kommt. Aha, aha, aha. Aha. Mhm, mhm, mhm. Ja, 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 ich verstehe. Wo bin ich nochmal? Warte mal. Ja, von hier bin ich noch. Bin ich, hä? Bin ich doof? Bin ich nicht von hier gerade gekommen? Ja, das ist es, genau, das ist das Haus. Wie komme ich denn? Aha, 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 ich verstehe. Das Problem nicht. Weiß nicht, warte mal. Das sieht doch nee, das ist ein Fenster. Ah, nehmen wir mal die Tür, ne? Okay, wir gehen erstmal nach oben. Und gucken da. Hier brauchen wir nur die Schlange. Wisst ihr, was mir gerade mal so nebenbei einfällt? Was ist eigentlich mit der Alten im Rollstuhl? Die haben wir so lange schon nicht mehr gesehen. Hier brauchen wir eine Schlange. Okay, okay, okay. Schlange haben wir nie. Skorpioni-Boy. Aber hier haben wir alles offen. Hier gibt es aber keine zweite Tür. Was macht die... Was macht die Omi? Ich mag die Omi nicht. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag die Omi einfach nicht. Ich glaube, wir hatten irgendwo... Da ist irgendwas. Ach so. Okay. Aha, aha, aha. Wir gehen jetzt einfach mal hier runter, ist egal. Whee!
Jetzt ist die große Frage. Wo wir die Kacke einsetzen mussten. Ich habe es nämlich wieder vergessen. Nee, ich glaube, ich weiß wo. Ich glaube, ich weiß wo. Jetzt müssen wir nämlich hier mal raus. Und dann müssen wir nämlich... Ich überlege gerade, ob im Keller irgendwas war. Aber im Keller war, glaube ich, auch irgendwas, ne? War da nur die Schlange? Da war doch nicht nur die Schlange im Keller, oder? Ich bin ja nicht doof. Warte mal, wir gehen mal runter nochmal ganz kurz, weil sonst weiß ich... Also könnte ich mir noch was vorstellen. Aber wir gehen erstmal kurz in den Keller. Mhm. Zur Werkstatt, genau. Aha, wir brauchen hier einen Schlüssel. Nee, ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Ich glaube Leichenhalle. Da brauchen wir aber einen Schlangenschlüssel. Schön, dass mir das überall hier angezeigt wird. Warte mal, Vorratskammer. Das sieht doch aus wie... Ein Saloon. Das sieht doch aus... Schlange, Schlange. Wir brauchen überall... Wir brauchen fast überall die Schlange, aber hier sieht das doch, das, keine Ahnung. Okay, dann können wir hier wieder raus. Die Schlange muss schlängeln. Die Schlange ist wirklich gerade das wichtigste Objekt, was wir brauchen. Wir haben halt gerade nur den scheiß Rabe. Ich wollte gerade Adler sagen, aber Adler ist falsch. Wir haben den Rabe. Okay, das heißt... Ich weiß halt nicht, ob das ein Adler hier darstellen soll, aber wir werden jetzt einfach mal dahin machen. Aha. Genau, hier war nämlich ein Zuhörraum irgendwo. Da! Das ist ein Rabe, das sehe ich doch hier. Was? Achso, war richtig, okay. Mach mal hier auf, die Kacke. Oh, bitte, was? Granatenwerfer? Okay, hier haben wir Schießpulver. Blindmunition. Okay, und den Granatenwerfer nehmen wir sowas von mit. Aha, aha, aha. Das war's. Ich dachte, hier wäre was Wichtiges. Also, ist schon cool, ne? Ich will jetzt nicht rummeckern. Aber ich dachte, hier wäre wirklich noch was Wichtiges für... Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir brauchen ein Gegengewicht. Wir brauchen unbedingt ein Gegengewicht. Und hier ist wirklich... Alter, den Granatenwerfer, den können wir doch nicht als Gegengewicht nutzen, oder? Oder haben wir das Gegengewicht vielleicht schon? Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Wir sind in dem Haus hier wirklich... Wir sind fertig. Also es ist wirklich nur Schlange hier oben. Schlange und dann kommt man, denke ich mal, hier zur Werkstatt wieder raus. Wenn wir hier runtergehen, dann kommen wir auf die Kellerebene, denke ich mal. Mir fällt sonst nichts mehr ein. Also ich glaube wirklich, irgendwo fehlt uns der Schlüssel. Der Schlüsselbund. Weil hier kommen wir ja wieder, genau, hier kommen wir wieder in den Saloon rein. Aber warte mal, da ist noch ein Ausrufezeichen, ne? Seht ihr das? Da ist aber noch ein, warte mal, da ist noch ein, wieso ist denn, hä? Mutti, hör auf damit. Okay, wir müssen doch nochmal hier rein. Wieso ist da jetzt noch ein Ausrufezeichen? Ich mag keine Ausrufezeichen, weil die sind böse. Aber hier vorne, ne, in dem Raum. Ach, das ist wieder die dumme Kiste. Oh Mann, das sind nur die dummen Kissen. Mutti.
Okay, ich glaube, wir sind hier. Warte mal. Wenn wir dasselbe Spiel jetzt hier normal spielen. Hier. Da fehlt uns ein Schlüssel. Aber hier müssen wir gar keine Tür öffnen. Was haben wir, Mädels, vergessen? Da fehlt uns ein Schlüssel. Hier fehlt uns ein Schlüssel. Das ist zu. Genau, hier ist zu. Was brauchen wir hierfür? Also von der anderen Seite verschlossen. Ja, wir brauchen, ich glaube, wir brauchen jetzt den Schlangenschlüssel, ne? Wir müssen irgendwo den... Krähenschlüssel brauchen wir an sich nicht mehr. Wir brauchen den Schlangenschlüssel. Den haben wir auch nicht hier, ne? Wir brauchen unbedingt den Schlangenschlüssel, sonst kommen wir nicht weiter. Skorpionschlüssel brauchen wir an sich auch nicht mehr. Und die Kurbel geht nicht als Gegengewicht. Gut, das klären wir in der nächsten Folge, wenn ich wieder komplett fit bin. Das ist mir zu hoch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Es tut mir leid, dass ich heute ein bisschen, dass ich auch nie lesen kann, kann ich eh nie, überhaupt gar nicht. Aber ja, wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.